Alarmiert wurden wir zum Pkw-Brand in die Kolpingstraße in Quakenbrück. Ich war erster vor Ort, stellte sich heraus, dass ein Pkw in Vollbrand stand, neben einem Unterstand für weitere Fahrzeuge. Dort stand auch noch ein weiterer Pkw. Ja, das Feuer drohte aufgrund der großen Netze überzugreifen. Entsprechend wurde der eine Pkw noch in Sicherheit gebracht vor Eintreffen des ersten Fahrzeuges. Das erste Fahrzeug dann mit zwei C-Rohren mit Mastikwasser das Feuer schnell bekämpft, sodass ein Übergreifen auf die Garage verhindert werden konnte.